Servus und herzlich willkommen bei Thunderstrike. Genau, richtig. So, wir befinden uns heute in, ich kann es ja heute sagen, wir sind nämlich auf kein Lost Place. Das heißt, wir sind in einer schönen Stadt Bremerhaven unterwegs heute. Und was wir hier genau machen, das verrate ich jetzt noch nicht, weil wir gehen einfach stumpf drauf los, weil es gibt hier so viel zu entdecken und so weiter. Und wie das so ist, der Nils muss erstmal wieder an sein Auto, weil er muss erstmal Wasser auffüllen. Ja, das kann schon mal vorkommen. Ja, das kann schon mal vorkommen. Bei uns kommt immer was vor. Wenn es kein Oil ist, ja, so. Ist es eben Wasser, ne? So, und jetzt berichten wir mal, wie das hier alles so funktioniert. Also ihr nehmt so ein Mittel, so ein genau, eisfrei. Das wird dann unverdünnt. Unverdünnt, ihr Lieben. Das wird dann da. Na, trifft da, trifft dann. Nicht so schlimm. Oh nee, oh nee. Ist nicht so schlimm. Übung macht den Meister, Junge. Ja. Oh. Oh. Also es riecht echt abartig, ne? Ist alle oh, oh, ganz ruhig. Oh, der hat Durst. Der hat Durst. Der hat voll Durst. Der ist leer. Der hat richtig Durst, ey. Der hat was im Blitter rein. Alter. Da hinten tropft's auch. Wo tropft's? Hinten. Von hinten tropft's. Ja. So. Jetzt machen wir kein Lost Place mehr und auch keine Doku mehr. Jetzt fangen wir an, am Autos rumzupopeln. Also, und Susi ist immer so Thema Autos. Das ist so eine Sache für sich. Also, ich weiß, das Auto hat ein Lenkrad und 4 Reifen. Dann hört es auch schon wieder auf. Noch nicht lang. Ja, Alter, die ganze Buddel hat er weggesoffen. Nicht lang. Nicht lang haben wir übergelassen. Ja, super. So, wir gehen auf jeden Fall los. Und was es hier alles so in Bremerhaven gibt, werden wir euch jetzt zeigen. Und ihr kommt mit uns natürlich mit. So, das Gute daran ist, wir befinden uns gerade in einem Parkhaus und Entschuldigung. Und ja, hier steht alles gerade unter Wasser. Wartet mal eben, ich muss ein was Trockenes haben. Vorteilhaft ist, hier ist jetzt gerade nicht so viel los, weil. Aua! Oh, Schmerzensgeld! Aua! Guck mal, selbst einen roten Teppich bekommen wir hier. Ist das nicht unfassbar? Na Susi, was sagst du dazu? Ja, träum weiter. So, dann kommt hier so ein richtig langer Tunnel. Und da hinten, ihr Lieben, wenn ihr shoppen liebt, seid ihr da genau richtig. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber da so eine 20, 30 Läden befinden sich da drin. Mit Fressbuden, Kleidung, Schmuck, alles was das Herz begehrt. Ja, fressen, das was hörst du, ne? Das ist hier richtig gemütlich. Das Geile ist, draußen ist Unwetter, kalt, nass, alles scheiße. Und hier drinnen ist es halt wirklich gemütlich, schön.
vorteilhaft, hier ist gerade nicht so viel los. Von daher können wir ein bisschen rumfilmen. Das ist das Gute daran, weil im Sommer, klar, da ist hier natürlich High Life. Jetzt ist es so ein bisschen ruhiger und jetzt haben wir auch die Chance, ein bisschen zu filmen. Ja, ja, wir zeigen euch mal ein bisschen jetzt Bremerhaven. Oh, da ist ein Mann. Oh, ich quietsch. Oh, ich bin am Quietschen. Ich quietsch hier rum, ey. Sag mal, was filmst du mich? Das kostet extra Geld, ne? Kann wohl nicht angehen. Das ist eine Kindermode. Hier haben aber sehr viele Geschäfte dicht gemacht, muss ich sagen. Hier sind sehr, sehr viele Sachen zu. So, jetzt. Ich habe ja gehofft, dass da Geld drin ist und keiner gerade da ist, aber es sind nur so eine Gold-Finaler-Platten. Ja, Gold-Fliesenplättchen sind da. Ah, ich habe auch gerade gedacht. So. Ja, Spaß muss sein. Ein bisschen K.O., das nehmen wir eben auch. So, ihr Lieben. Er hat sie fast schon auswendig gefunden. Ach so, wir müssen ja gegen die Tür. Ach nee, so. Ach, dass diese Flügeltüren so langsam sein müssen. Furchtbar. Ja, ich kann auch nicht so fair auch gesagt, dass hier immer so langsam sein müssen, die Flügel. Die war zu langsam. Die wollten mich nicht mal rauslassen. Ja. Ab zu mir. Man merkt auch, die Luft ist hier anders, ne? Ja, mir kam man gerade aus dem Pommesgeruch entgegen. Ja. Ganz komisch. Hier war alles überflutet wegen den Sturmnetzen. Da soll hier alles zu gewesen sein. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie sieht es jetzt gerade hier aus? Ich bin wieder zurückgegangen. Da kannst du mal sehen, bis hier vorne war das. Bis hier oben hin? Ja. Überlegt euch das mal, Leute. Bis hier oben hin war das gewesen, das Wasser. Wo jetzt Sabine über uns drüber gefegt ist. So, wir sind jetzt auf dem Weg. In einen ganz, ganz, ganz süßen. Was macht er da? Auf dem Weg zum kleinen Zoo. Das ist der Zoo am Meer. Ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr klein, aber auch ganz süß gemacht. Also meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt, also wird jetzt bald schon 8 und trotzdem sagt sie von Anfang an, das ist der beste Zoo. Warum das Ganze so ist und wieso und weshalb, werde ich euch jetzt zeigen. Oder wir, wenn er irgendwo mal da hinten mitkommt. Na, er rennt weg. Bin mir nicht ganz sicher, aber der Nils ist auch einmal losgelaufen. Da hätten wir auch zu zweit hingehen können, aber er kann mal wieder nicht warten. Das ist so der Nils, der rennt immer schnell los. Da hätten wir sowieso hingehen können. Ist er da hinten? Da hinten ist er irgendwo ganz hingelaufen jetzt. Wie eine besenkte Sau. Das ist so typisch Nils, um Fotos zu machen. Dabei wären wir jetzt eh da gemütlich hingegangen. Aber okay, wer da rennen will, dann soll er rennen, ne? Dann ist das so. Die haben zum Valentinstag auch ganz viel Liebe gemacht. Nein, sie haben 2 Zwillinge bekommen. Und wir gehen jetzt in der Zooschule rein. Weil da befindet sich, findet man ja, einen Monitor, wo man halt die Eisbabys angucken kann, weil die sind natürlich nicht draußen im Gehege, die wollen jetzt mit der Mama alleine sein, sind natürlich in der kuscheligen Höhle und mal gucken, wir müssen ganz leise sein, weil da sind Leute drin, also sind wir jetzt einfach ruhig, machen erstmal hier.
Wenn ihr das seht, diese Hügel dahinter befindet sich genau das Meer. Ich finde auch vom Gehege her sind die Tiere hier alle in. Wir haben ja schon mal vom Bibi Zoo berichtet, Zoo in der Wingst. Da muss ich sagen, sind die Gehege alle ziemlich klein. Was ich hier sagen muss, hier haben sie wirklich ihr Freiraum. Also hier ist es okay. Was ich hier besonders sehr schön finde, auch für Kinder, hier sind dann immer ganz niedliche Fragen, also um welches Tier es geht. Und wenn man dann das aufmacht, dann steht hier zum Beispiel, was fressen Eisbären, dann müssen die Kinder das beantworten. Und dann hast du halt hier die Lösung, zum Beispiel Eisbären fressen Robben und Fische und dann kommt halt die nächste Frage. Also das ist sehr, sehr schön gemacht. Ich will jetzt nicht alles verraten, das wissen auch die Kinder das. Bist du nicht hingekommen? Jetzt werdet ihr die pure Wahrheit wissen. Ihr seht ja natürlich fast 3 Meter ist ein Eisbär. Und jetzt passt auf, jetzt werdet ihr die pure, wie groß die Susi ist. Ja, und das, der Nils ist natürlich größer, aber natürlich auch nicht wie der Eisbär. Ja, 2 Meter. Nein, Scherz. 1,89. Hier ist es auch immer sehr schön. An jedes Gehege befindet sich halt so ein Fußabdruck von dem Tier, was ich auch sehr schön finde. Es ist für Kinder einfach toll hier. Man lernt dadurch, ne? So, wir befinden uns jetzt gerade beim Polarfuchs. Der hat einen Lebensraum, antarktische Insel, Eisfläche, Lebensweise, Ernährung. Der mag gerne Eier, Jungvögel, Eisbären. Also es ist immer richtig geil hier beschrieben. Das war aber auch bei Zoo in der Wings so. Aber hier, Höchstalter hat der Polarfuchs zum Beispiel 15 Jahre, ihr Lieben. 15 Jahre, das ist echt lange Zeit. Und die sind so flauschig. Susi. Ist das ein Kampf oder was ist das? Ups! Flatsch. Das spielt, glaube ich, gerade mit den Kleinen. Jetzt ist er kaputt. So ein bisschen wie Nils, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ist er abends müde. Guck! Oh, oh! Geh wir los! Tschung! Klatsch! Ist das ein Walross, ey? Seht ihr, wie die Fische fliegen? Spielen. Oh. Wie war das? Film nicht gestattet oder wie? Hallo. Jetzt weißt du auch, warum wasserdichte Kameras gibt. Ja, ja, ich habe sie auch gerade noch festhalten können. Ja, ich habe das gesehen. Komm du mir her, du. Oh, hier, Susi auf Boxlauch, ne, du. Ja, ich bin erst mal Jacke nass gemacht. Ja, ich sehe das. Komm her. Ja, guck doch mich noch an, du. Susi und ihre Tiere. Guckt euch das mal an. Das ist ein Phänomen. Aber ich glaube, hier kann man sogar ganz nah dran gehen. Oh, guck mal so in die Kamera. Knutschi? Hey, du bist mit mir. Hallo. So, wie er guckt, als er sagen will, so, ja, hallo, ist meiner. Ja, würde ich auch gucken, wenn man mir an den Popo spielt, ne? Ja.
Ja, war wohl nicht. Okay, okay, das ist, wenn man mit fremden Männern flirtet hier. Nicht mit der Pubergrotte nehmen. Hund und Katzen vertragen sich nicht. Ja, Nils, bleibst du denn eben so lange draußen? Ich geh mal gucken. Puh, wow, ihr seid ja alle hier vorne. Oh. Hallo. Heiland. So, jetzt kommen wir in eine Kuschelzone. Hey. Oh. Nicht anfassen. Nee. Tiere nicht hochnehmen an Ohren. Nicht füttern. Aber bitte streicheln. Aber mit Respekt. Hallo. Hey. Ihr seid aber große Kaninchen, ey, oder Hasen. Ja, ihr seid am Fressen jetzt, ne? Deswegen wollt ihr jetzt nicht gestreichelt werden. Das sind aber echt mobblige Dinger, ey. So, jetzt kommen wir in meine Lieblingsabteilung. Guck mal. Josi, die geht gerade vor, jetzt wollen wir mal gucken. Das war ein solcher Eisbär. Es ist natürlich auch richtig schön, diese ganzen Höhlen. Ich weiß nicht, also wenn ich da schon Spaß bei habe, dann haben die Kinder das bestimmt auch. Und immer wieder sieht man so ein kleines Fenster, wo man dann halt reinluschern kann. Und hoffen kann, dass was vorbeischwuppst. Da. Seht ihr? Das finde ich so richtig schön, dass man hier so die Tiere beobachten kann. Und ansonsten muss ich sagen, ist das hier wie so ein kleines Museum noch aufgebaut, was ich auch sehr schön finde. Alles gut beschrieben. Ich weiß nicht, über diesen Zoo habe ich wirklich nichts auszusetzen, außer das Essen schmeckt ja nicht. Das muss man sagen. Ja, da ganz hinten seht ihr. Da, seht ihr das? Da! So, hier haben wir einen riesen Monitor aufgebaut. Der ist von dem Eisbärgehege. Das ist eine Live-Kamera. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen, was wir hier so machen können. Warte mal. Gucken wir, ob wir eine andere Kamera hinkriegen. Ah, wir drehen jetzt mal eine Runde. Ein bisschen drauf. Guck, ob wir irgendwo einen finden. Ah, da ist er. Guck mal, da ist er. So, jetzt gehen wir ein bisschen hoch. Jetzt zoomen wir noch ein bisschen. Oh. Schaut mal, ist das nicht genial? Besser zoomen als in meiner Kamera. Und hier ist eine Unterwasserwelt. Da gehen wir jetzt mal rein. So, hier kommen wir eigentlich zu einer sehr interessanten Abteilung, und zwar zeigen sie, dass die Menschen ja das Meer und so beschmutzen. Ist ja auch sehr schön beschrieben, Plastik im Meer. Und das ist für die Tiere natürlich lebensgefährlich.
könnt mal sehen, was wir Menschen eigentlich für Schweine sind. Also das solltet ihr auf keinen Fall tun. Also ich mach sowas auch nicht. Guck mal, da liegt sogar ein Legostein drin. Da oben schon Plastikbecher. Na, wenn die natürlich ihren Kopf da reinstecken, dann ist das natürlich für die Lebensgefahr. Es werde Licht. So. Raus aus dem Aquarium, rein in die Kälte. Also da drin war es um einiges auf jeden Fall gemütlicher. So, ansonsten ist hier ein sehr, sehr schöner Spielplatz. Aber da es jetzt im Moment ein bisschen ja, nass ist und ja, rutschig alles, ist es halt nicht so toll. Aber ansonsten ist er echt süß gemacht. Man muss ja immer an Kinder denken. Ich finde, heutzutage lesen die Kinder ja wenig noch Bücher. Von daher bringe ich meine Tochter jetzt ein Buch mit. Das ist wichtig. Das war schon eine kleine Zoo. Wir haben natürlich nicht alles gezeigt. Wir wollen ja nicht alles verraten. Ihr sollt ja auch noch so ein bisschen entdecken und so. Wir gehen auf jeden Fall raus. Der Zoo ist mega. Ich kann das Einzige, seht ihr hinter mir, das ist ein Restaurant. Da schmeckt es nicht. Also wenn ihr hierher kommt, nur als kleiner Tipp, essen würde ich hier nicht. Aber es gibt hier rumrum schöne Restaurants und alles. Also da kann man gut essen. Ciao, ciao.